Hallo und herzlich willkommen zum ersten Schminky Talk der neuen Saison. Also Saison, das ist auf YouTube immer die Zeit im Herbst und Winter, aber auch in der Sommerpause, in der traditionellerweise auf YouTube weniger los ist, ist so einiges passiert. Und deswegen dachte ich, der Schminky Talk ist nicht bloß für mich eine gute Möglichkeit, um wieder so in das ganze Thema reinzukommen, sondern auch um über die ganzen Neuerungen, Umstellungen und Skandale in der Beauty Community zu reden. Also, viel Spaß! So, und nachdem wir das awkward YouTube-Intro hinter uns gebracht haben, kann ich wieder normal mit euch reden. Ich würde euch ja total gerne die ganze Zeit hier mein schickes Neofront-T-Shirt zeigen. Mermaid Kisses and Starfish Wishes. Ich bin eigentlich noch so richtig in Urlaubsstimmung. Das heißt also, ich habe mich wochenlang nicht mehr geschminkt und deswegen habe ich gedacht, was gibt es Besseres, um wieder reinzukommen, als den Schminky-Talk, ja? Außerdem ist mir heute zum ersten Mal so richtig, richtig kalt. Ich habe also wieder so warme Socken an. Und da hilft Kaffee. Und ein Make-up, bei dem ich wahrscheinlich richtig ins Schwitzen kommen werde. Ich habe mir doch hier noch von Essence diese kleine Meerjungfrauenpalette gekauft. Deswegen auch dieses Outfit hier. Und ich habe beschlossen, dass ich mit diesen Blautönen und dem Gold eine Schande wieder gut machen kann, die ich mir im ersten Block ja geleistet habe. Nämlich damals hatte ich versucht, ein Make-up zu schminken, das auf dem Papier so aussah. Es war was in Dunkelblau, Mittelblau und Gold. Naja, und bei mir sah es dann so aus. Also nicht so großartig. Ich habe es damals auch Meerjungfrau extrem genannt. Und ich hoffe einfach, dass ich mit den, sag ich mal, Fähigkeiten, die ich jetzt besitze, irgendwie besser zurechtkommen werde und es schaffen werde, dass es zumindest ein bisschen ähnlich aussieht. Und dabei wird mir hoffentlich hier die kleine Palette helfen. Also, los geht's. Ich habe mal wieder nichts dabei, um mir die Haare richtig zurückzumachen. Ich mache mir vielleicht später noch eine richtige Frisur. Und ich werde anfangen, mir den Town zu grundieren. Dabei kann ich nämlich noch ein bisschen mit euch quatschen und so, wie gesagt, über die ganzen Neuerungen reden, die so auf YouTube los sind und was es so Neues bei mir gibt und den Blog und sowas alles. Ich muss nämlich auch erst wieder ins Schminken reinkommen, weil ich mich halt, wie gesagt, monatelang eigentlich nicht geschminkt habe. Also zumindest nicht so richtig mit Foundation und Bronzer und Puder und Rouge und so. Und deswegen werde ich jetzt beim Teint einfach mal die Foundation benutzen, die ich auch die letzten Monate, wenn ich denn mal eine benutzt habe, benutzt habe. Das ist hier so eine Cushion Foundation von L'Oréal, die es jetzt nicht mehr gibt. Also die wurde bei uns, glaube ich, ausgelistet. Ich habe hier tatsächlich die dunklere Version, die 03, weil ich, naja, also für meine Verhältnisse immer noch ein bisschen brauner bin als sonst, zumindest so am Hals und am Körper, nicht im Gesicht. Die Bräune im Gesicht verfliegt ja auch schneller wieder. Und ich nehme dafür tatsächlich immer dieses kleine Schwämmchen, was dabei liegt, weil ich finde, das macht sich ganz gut. Oh, es ist doch ein bisschen gelb-orange als gedacht. Aber hier bin ich wunderbar überbelichtet. Das fällt also nicht so auf. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich bei YouTubern immer denke, Beauty-YouTube ist nicht das gleiche wie Blogs. Und ich habe jetzt erst wieder entdeckt, dass Beauty-Blogs tatsächlich ihre Daseinsberechtigung haben, beziehungsweise hatten, denn es gibt kaum noch Beauty-Blogs. Ich habe jetzt auch noch ein Video geplant zu den Neuheiten aus dem Essence-Sortiment, genau, und was von Catrice und so. Und ich habe vorher, also bevor ich mich entscheiden wollte, was ich kaufe, informieren wollen, ja, wie man das halt so macht, ne? Man googelt nach Swatches und aussagekräftigen Berichterstattungen von den ganzen Sortimentsumstellungen-Events von Essence und Catrice. Weil ja da tausende Blogger eingeladen werden. Die laden dann ihre schön hochauflösenden Fotos hoch und dann kann ich mich entscheiden, was mich eigentlich interessiert und was zu mir passen könnte. Eher Pustekuchen, ne? Im Sommer 2018, wahrscheinlich auch nach der DSGVO, die ja alles hinweggefegt hat, was nicht irgendwie rechtssicher einen Datenschutz-Disclaimer hatte, gibt es nichts mehr. Ja, ich habe keinerlei Swatches gefunden. Also schon gar nicht zu dem ganzen Sortiment, aber auch nicht konkret zu den Sachen, die ich gerne mir anschauen wollte, obwohl die jetzt schon seit ein paar Wochen den Bloggern, also den Insidern, bekannt sein müssten. Und nein, ich habe nichts gefunden. Es gab einfach mal
Nichts. Das Einzige, was mir immer angezeigt wurde, waren YouTuber und YouTube-Videos. Aber YouTuber machen auch nicht so wie die großen Blogger früher dann eine Vorstellung des gesamten Sortiments, sondern naja, die machen dann so wie ich, ne? So eine Auswahl von dem, wie viel man halt auf ein Gesicht klatschen kann und zeigen. Swatches werden meist sowieso nicht gemacht. Und außerdem ist es so, dass auch Swatches auf Fotos schwierig farbecht abgelichtet werden können und auf bewegten Bildern. Es ist noch viel, viel schwerer, die Dinge farbecht sozusagen rüberzubringen. Das ist mit der Belichtung und so alles viel schwieriger und da braucht man eine unglaublich teure Technik wahrscheinlich, die meiner Meinung nach kein YouTuber hat, den ich kenne. Weil selbst bei denen, die eine Profi-Ausstattung haben, finde ich sehr oft, je nachdem, was sie gerade sich für einen Hintergrund dahinter gebastelt haben an dem Tag, sind die Sachen halt nicht farbecht. Also tendenziell sind die Sachen entweder zu kühl, das ist bei den meisten der Fall. Bei Hatice Schmidt zum Beispiel, die anscheinend eine sehr teure Ausstattung hat, ist vieles stark rotstichig. Also es ist viel mehr rot, als ich weiß, wie die Sachen in echt aussehen. Und damit hat sich ja zumindest der Informationsgehalt des Videos schon mal verringert. Ne? Also die Leute müssen wieder oldschool selber an die Theken gehen und swatchen und sich dann entscheiden, ob ihnen was gefällt oder nicht. Und ich muss sagen, das ist echt eine schlechte Neuerung, die jetzt so passiert ist. Das Blogsterben und das YouTube das nicht abfedern kann, finde ich. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer wieder dagegen entscheide zu sagen, ach komm, wir kaufen einfach mal richtig teure Technik und alles, weil ich sehe ja, wie die Leute, die ganz, ganz teure Technik haben bei sich, wie die Videos aussehen. Und ich weiß auch, dass die Haut in echt so nicht aussieht. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass wenn ich hier sitze mit künstlichem Licht, dass das immer alles so reflektiert und deswegen nicht echt ist. Und deswegen lohnt es nicht, ob ich hier mit billiger Technik sitze oder mit teurer. Es wird nicht wie in echt. Und es wird nicht mal so gut wie auf ordentlich gemachten Fotos. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich den Beauty-Blog auf keinen Fall einschlafen lassen will. Ich muss mal gucken, wann ich es schaffe, den jetzt umzusetzen, weil ich ja meine Blogpräsenzen im Moment so geteilt habe. Aber da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Das ist einer von Trended Up, den ich tatsächlich versuche leer zu machen, schon den gesamten Sommer über. Und ich hatte den auch im Urlaub mit, weil der hat hier so einen Schwammapplikator schon dran. Und ich habe ja keinen einzigen Pinsel benutzt im Urlaub. Deswegen hatte ich das einfach immer nur so aufgetupft. Nicht aufs Auge. Ich habe mir sonst den Concealer jetzt immer mit aufs Auge gegeben, weil ich sonst nichts gemacht habe und dann noch Mascara und das war's. Und dann hatte ich das mit den Fingern eingetupft, aber das wird natürlich nicht so genau, wie man den Beautyblender nimmt. Und dafür gucke ich voll das fancy Gerät von meiner Mama geschenkt bekommen. Das ist ein Beautyblender-Halter. Also wenn man den. Und es kam, wie es kommen musste. Ich hatte es angekündigt. Die Speicherkarte war voll. Wir machen jetzt einfach weiter. Und zwar. Oh, ja. Mit was Spannendem, nämlich mit einem von diesen Real Techniques mördermäßig großen, aber echt wunderschönen Glitzerpinseln hier. Das hier ist Puderpinsel, ein riesiges Gerät. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, mein loses, zerbröseltes Essence-Puder damit aufzutragen. Hui, okay. Es nimmt eine Menge Produkt. Hat eine Menge Produkt aufgenommen und sie jetzt aber komplett wieder abgegeben. Also, ich hoffe, selbst meine billige Technik kann das aufnehmen. Also, das klebt jetzt hier alles im Pinsel. Wenn ich es aber versuche abzuklopfen, dann ist alles wieder weg. Vielleicht muss ich irgendwie so machen. Ja, okay, besser. Rühren, nicht klopfen. Okay. Ich puder mir ja sonst mein Gesicht nicht ab, aber für Bronzer und Rouge ist das vielleicht ganz gut. Glänze ich auch immer so megamäßig. Das liegt aber nicht daran, dass ich tatsächlich glänze. Das ist einfach nur, weil ich so angestrahlt werde von dem Lichtschirm. Ja, also Pinsel ist weich, ist halt so ein Synthetikpinsel. Sind mir eigentlich zu viele Haare für einen Puderpinsel. Moment. Aber es ist schön, es sieht einfach schön aus, wenn man sich so ans Gesicht hält, oder? Interessanter als ein Puderpinsel, weil, naja, der muss ja eigentlich nicht so viel können, ist ja eigentlich dann sowas wie ein Rougepinsel. Ich habe da gleich zwei zur Auswahl. Den einen, der im Set mit drin war, was meiner Meinung nach kein
Rougepinsel ist, weil ich meine, guckt euch das mal an. Der ist doch total rund. Also ich kenne auch Leute, die benutzen sowas als Highlighterpinsel. Das hier ist für mich eher ein Rougepinsel. So eine kleine Hasenpfote, ne? Ich probiere das mal hier mal als Bronzerpinsel. Ich habe hier von L'Oréal den neuen Bronzer, den es jetzt, glaube ich, dauerhaft im Sortiment gibt. Das ist die Farbe 02 Sunkissed. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen noch dunkleren gibt, weil der ist schon ziemlich dunkel, so für mich zumindest. Aber als ich den am Anfang des Sommers ausprobiert hatte, fand ich den schön. Okay, der nimmt Farbe auf. Bronzer. Total komisch, aber den habe ich halt im Sommer gar nicht getragen, weil ich kriege dann hier so flächendeckend Sommersprossen. Ach, der verteilt das aber wirklich gut. Also ich habe Angst gehabt, dass ich jetzt hier so einen Streifen hätte. Habe ich aber gar nicht. Und es ist jetzt nicht irgendwie so krass, dass man denkt, man hat sich hier so Dreck ins Gesicht gemacht. Ich finde, mit Bronzer muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Also nicht bloß Leute, die sehr hell sind, auch Leute, die dunkler sind, schon natürlich vom Hautton. Ich sehe das verdammt oft auf YouTube, dass sich Mädchen hier so einen Dreckrand hinmalen, der dann aber nicht ganz bis oben geht in die Stirn. Und also, ich finde, das ist so ein bisschen verschlimmbessert, ja. Also, ich kann nur sagen, bei Make-up ist meiner Meinung nach weniger immer mehr, weil man kann immer noch mehr nachlegen. Aber hier so einen harten Streifen im Gesicht zu haben, also ich finde ja nicht mal, dass das für Fotos gut aussieht. Aber wenn es schon auf Fotos krass aussieht, wie sieht es dann in echt aus? Also ich kenne halt keine Leute, die in echt tatsächlich mit so einem starken Konturstreifen rumrennen. Ich möchte halt mich so schminken, damit es in echt gut aussieht, nicht damit es hier gut aussieht. Und das sorgt halt manchmal dafür, dass das, was ich mache, ein bisschen unsichtbar ist für euch vielleicht. Aber ich will auch auf keinen Fall hier ein Vorbild abgeben nach dem Motto, klatscht euch immer mehr drauf. Ist egal, was die Leute dann denken, wenn er ihnen echt begegnet. Hauptsache für ein Instagram-Foto ist es schön. So bin ich nicht. Also, Fazit zum Pinsel. Der ist schön. Also, ich habe noch nie versucht, ihn mit so einem kleinen Pinsel Bronzer aufzutragen. Aber das war echt angenehm. Also gut. Der hat sogar dieses doch recht dunkle Braun hier zart aufgetragen. Dann hoffe ich, dass jetzt die kleine Hasenpfote hier diese krasse Farbe von Maybelline auch gut aufträgt. Das ist von Maybelline die neue Standardreihe von Blushes, von Rougetönen. Die hießen früher Expert Wear, die heißen jetzt Face Studio. Ich habe hier die Nummer 60 Cosmopolitan und ich muss sagen, das ist die blödeste Verpackung, die Maybelline sich ausdenken konnte. Also man überlegt jedes Mal, wie rum geht's auf? Es ist schwierig. Das ist ein ziemlich krasser Pinkton mit einem guten Schuss Koralle. Also es ist nicht so ein eisiges Pink, es ist ein Pink mit so einem bisschen Orange-Einschlag. Total hübsch. Ich probiere den jetzt zum ersten Mal aus, weil ich hatte ihn im Urlaub mit und habe ihn natürlich nicht benutzt. Und dazu benutzen wir die Hasenpfote. Ich glaube, die heißt 302. Also ich finde oft bei so Synthetikpinseln ist das Problem, dass die das Produkt nicht so wirklich aufrauen. Deswegen muss man immer so ein bisschen drin rumwühlen, bevor man was runterkriegt. Aber doch, ich habe ein bisschen Angst, weil ist doch ein ganz schön krasser Ton. Und außerdem ist das Rouge komplett matt und ich finde, matte Töne lassen sich immer schlechter verteilen als welche, die so ein bisschen Schimmer mit drin haben, weil der Schimmer, der irritiert, sage ich mal, das Auge so, man kann da nicht mehr so richtig fixieren, wo die Ränder sind. Verzeiht dadurch ein bisschen mehr, wenn man nicht ganz ordentlich gearbeitet hat. Aber ich finde, bei mattem Blush sieht man halt alles, ob es fleckig ist, ob man es irgendwie unordentlich aufgetragen hat, ob eine Seite zum Beispiel stärker ist als auf der anderen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow, das schönste Blush auf Erden. Ich hatte noch nie ein schöneres. Aber es ist okay. Ich habe ja von der Reihe schon eins, was der totale Griff ins Klo war, sag ich mal. Also es ist für mich zu braun. Vielleicht sollte ich mir die Metapher mit dem Griff ins Klo vorher nochmal überlegen. Aber das ist ja meine Schuld. Ja, ist ganz okay. Ist zumindest nicht gleich so ein Clowns-Make-up geworden. Das passiert ja gerne mal bei solchen Tönen. Ich finde gut. Ich glaube, man kann diesmal sogar was erkennen. Yay. Gut, wenn wir damit fertig sind, mache ich jetzt gleich den Highlighter. Und da wir damit fertig sind, wenden wir uns gleich dem Highlighter zu. Dafür nehme ich meinen gewohnten Highlighter-Pinsel von Zoeva. Und zwar habe ich hier
von Rivalde Loop Young. Das ist eine LE gewesen und ich habe dieses Bronzing-Kit, was kein Bronzer ist, es ist ein Highlighter-Kit, mit im Urlaub gehabt und wirklich total oft benutzt. Also diese beiden Töne sind für mich tatsächlich zu dunkel. Die kann ich als Lidschatten benutzen, aber das sind auch keine Bronzer, weil die schimmern wie Highlighter. Ich benutze hier immer diese beiden Töne, auch gemischt. Die sind krass, kann ich nur sagen. Also, dezent ist was anderes. Aber das muss ja nicht schlecht sein, ne? Man muss allerdings, seht ihr das, ein bisschen aufpassen, wie weit man sich damit aus dem schimmernden Fenster lehnt. Weil es macht dann hier vorne schon so einen Streifen. Also ich muss dann versuchen, das nochmal ein bisschen zu verwischen. Aber der ist halt krass, ne? Wenn man mal einen krassen Highlighter will, dann ist das hier absolut der richtige. Ich muss sagen, ich finde es bei anderen ja auch faszinierend, wenn die dann filmen und dann tragen die einen Highlighter auf und dann ist da plötzlich so ein, wow, so ein glänzender Streifen. So wie bei mir jetzt. Aber ich habe jetzt auch gesehen, dass Karin sehr positiv diesen neuen Highlighter von Love besprochen hatte. Und ich muss sagen, ich habe den mir im Laden angeguckt und ich finde, sie hat recht. Der hat sehr, sehr schön geschimmert. Der war aber nicht so grobkörnig, sag ich mal. Und der hat auch keine Glitzerpartikel. Und ich glaube, das wäre ein richtig toller Highlighter für Leute, die sagen, sie wollen schon schimmern, aber nicht so glänzen wie das hier. Damit wären wir auch fertig. Dann gibt es jetzt nichts mehr, mit dem ich mich vor dem gruseligen Augen-Make-up drücken könnte. Okay. Let's go. So, und dann kommen wir jetzt zum Hauptdarsteller dieses Videos, der Essence Mermaid Eyeshadow Box, die ich kurz vor der Auslistung noch gerettet habe. Und ich habe schon mal in einer Nacht- und Nebelaktion mit meinem Freund zusammen die ganzen Farben geswatcht. Und ich muss sagen, die sind richtig cool. Also, das ist ja eine Box, die einem ziemlich viele Möglichkeiten gibt. Man kann was in Grün schminken, was in Grün-Blau, was in lila, rosa und was mit Gold. Und das Gold hier, das ist wirklich sowas, was so ganz doll schimmert. Also da sind so richtig Glitzerpartikel, die man auch auf dem Auge sehen kann. Schade, dass ich euch die Palette nicht mehr anpreisen kann, dass ihr sie jetzt auch kaufen wollt, weil es gibt sie nicht mehr. Dann müsste ich wahrscheinlich hier auch Dauerwerbesendung oben drüber machen. Eine der tollen Neuheiten, die jetzt auf YouTube grassiert, über die wir eigentlich auch mal sprechen müssen. Okay, ich mache mir schnell die Augenbrauen mit meinem Standard-Augenbrauenstift von Trended Up. Und besonders, dass jetzt alles als Werbung gekennzeichnet werden muss, auch wenn es keine Kooperation ist, die dahinter steht, das ist eine Sache, die mich wirklich negativ überrascht hat, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Weil es ist ja tatsächlich so, dass es auch YouTuber gibt und Instagrammer und Blogger, die halt kein Geld bekommen für das, was sie machen. Und die müssen jetzt trotzdem alles als Werbung kennzeichnen. Also zumindest, wenn man eine gewisse Reichweite hat, weil einem dann unterstellt wird, dass man ja doch irgendeine Kraft der Beeinflussung auf den Zuschauer ausübt. Ist wahrscheinlich auch so. Aber dass deswegen mit dem Hashtag oder mit dem Sticker Werbung oder Anzeige zu markieren, finde ich nicht gut, weil das verbindet der Konsument klassischerweise mit einer Bezahlung. Also man müsste sich da was anderes ausdenken. Am besten wäre wahrscheinlich ein schön langer Satz: Achtung, wenn Sie dieses Video sehen, dann können Sie zu haltlosen Kaufräuschen animiert werden. Deswegen sollten Sie sich es nur ansehen, wenn Sie absolut charakterfest sind und die Portemonnaie fest im Griff haben. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Denn natürlich sind wir alle ständig umgeben von Werbung oder von Kaufanreizen, sage ich mal. Trotzdem ist das, was ich ja hier mache, keine Werbung im klassischen Sinne, weil wir mit Werbung halt alle verbinden, dass der Werbepartner Geld gezahlt hat an die Person, die die Werbung halt umsetzt oder vorträgt. Und das ist ja nicht der Fall. Also in dem Sinne finde ich das sehr, sehr unglücklich. Wird jetzt auf YouTube aber sehr viel gemacht. Einfach weil die Leute Angst haben, abgemahnt zu werden. Auch auf Instagram, aber eben jetzt auch auf YouTube. Deswegen gibt es jetzt ganz viel Dauerwerbesendungen. Und ich hoffe einfach, dass ich noch unter dem Radar fliege, weil ich so wenig Follower habe. Aber generell ist es so alles im Umbruch. Also zum Beispiel Carina Nova hat jetzt mal ihre Abonnenten gefragt unter so einem Style and Talk, wie sie das eigentlich finden mit der ganzen Werbung und was alles gezeigt wird und ob sie das stört. Und da waren eben auch viele Kommentare, die offenbart haben, dass die Zuschauer übersättigt sind, besonders bei Instagram, dass jetzt halt auch wirklich sehr viel beworben wird tatsächlich. Also, dass es viele Kooperationen gibt,
dass alles Werbung ist und auch vor allem, dass alle anscheinend dieselben Kooperationen annehmen, mit für irgendwelche Teesorten, irgendwelche Uhren, irgendwelche Klamottenmarken. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ist der Markt langsam gesättigt, was das angeht. Der Zuschauer hat keine Lust mehr. Es ist nicht mehr cool und neu und interessant. Es ist langsam einfach nervig. Und ja, also ich hoffe, dass wenn jetzt alles im Umbruch ist, dass dann auch was Gutes dabei rauskommt. Ja, also ich bin ja sowieso immer auf der unerfolgreichen Schiene, was das angeht. Ne? Es gibt einen sehr schönen Spruch, der sagt, sie mögen es nicht, wenn deine Authentizität lauter ist als ihre Fassade. Ich weiß nicht, ob ich das für mich beanspruchen kann. Aber zum Beispiel Kati, die ja so die klassische Beauty-YouTuberin per se ist, sogar die, die ihr Geld damit verdient, mit der Fassade, hat jetzt eine YouTube-Pause eingelegt, weil sie sagt, sie schafft es nicht mehr, nicht einfach nur sie selbst sein zu können. Ja, also dass sie das wirklich in gewisser Art und Weise auch belastet, Dinge zu machen, die sie persönlich gar nicht so hundertprozentig gerne machen würde. Einfach nur, weil das aber zu ihrer Zielgruppe gehört, das zu machen. Und das ist auch ein Grund, warum ich halt nie irgendwas mir einrede mit Zielgruppe und so. Also ich mache nur Videos, die ich selber cool finde. Ich mache keine Videos für irgendjemand anderen, außer für mich selbst. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich noch nicht komplett wahnsinnig geworden bin. Aber es war ja auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr erfolgreich, dieses Plastikpuppending auf YouTube, auch wenn ja jetzt ein riesen Aufschrei durch die Beauty-Community geht, so nach dem Motto, das Ende ist nah, weil anscheinend irgendeiner der großen YouTuber den anderen irgendwie beschuldigt hat. Es gab ein großes Drama und alle haben sich gegenseitig als verlogen gebrandmarkt und ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich kann mal sehr gute Videos dazu verlinken. Und zwar von Julia Graf, die zusammenfassend gemeint hat, wir sind in der Beauty-Community nicht alle gleich. Also es gibt sehr viel mehr als bloß die paar, die man sieht. Und wir sollten auch versuchen, mehr wieder diese unterschiedlichen Charaktere herauszustellen und auch zu wertschätzen, dass es halt nicht bloß einen Mainstream gibt, sondern es gibt halt auch viele kleine Straßen daneben. Dann noch ein Video von Marlina von Make-up Geek, die offenbart hat, dass manche YouTuber $60.000 bekommen für ein Video, bloß damit sie ein bestimmtes Produkt vorstellen, wo ich so denke, 60.000? Hallo? Ja? Also sind vielleicht andere Verhältnisse im englischsprachigen YouTube-Raum, aber wir gehen zum nächsten Punkt über. Und von Tati, das Video fand ich auch ausnahmsweise mal gut, obwohl ich jetzt sonst nicht der riesige Tati-Fan bin, die gesagt hat, it takes a special person to sit down in front of a camera and put you out in public. Und ich muss sagen, das hat mir am meisten zu denken gegeben, weil auch wenn ich mich sehr oft nicht wirklich wie ein Teil von dieser ganzen Beauty-Community fühle, habe ich mich noch nie gefühlt, hat mir besonders dieser Satz irgendwie das Gefühl gegeben, dass da doch eine Schnittmenge herrscht zwischen den anderen und mir. Ja, weil ich habe damit zwar vielleicht nie Geld verdient und ich ziehe auch keine großen Fanmassen an, aber ich gehöre ja trotzdem zu denjenigen, die eben diese Besonderheit haben und die sich trauen, sich hinzusetzen und ein Video zu drehen. Und ja, es gehört ein bisschen was dazu. Also nicht bloß, weil ja YouTube-Zuschauer überkritisch sind, was man auch super gut sieht an dem einen Kommentar, den ich unter Carinas Video gelesen habe. Ich blende den hier mal ein. In dem also schon gefragt wird, was sich denn YouTube-Abonnenten erlauben dürfen, ja, weil die Kommentatorin anscheinend das Gefühl hat, dass sie gar nichts darf und dass sie auch von YouTubern gar nichts erwarten kann, wo ich so denke, ja, eigentlich kannst du nichts erwarten, weil es gibt keine pauschale Antwort darauf, was ein YouTube-Abonnent von einem YouTube-Creator erwarten darf, denn das ist bei jedem YouTube-Creator wahrscheinlich ganz individuell. Ich weiß auch nicht, was die erwarten wollen. Also ich glaube nämlich, dass die große Anspruchshaltung das ist, was das Verhältnis zwischen den YouTube-Machern und den YouTube-Zuschauern eigentlich so vergiftet. Ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder, der irgendwie YouTube-Videos guckt, mal die Möglichkeit hat, hinter die Kulissen zu schauen und mal selber ein Video zu machen. Weil ich glaube, Verständnis führt zu Verständnis. Also wenn ich sozusagen in einer Situation mal selber stecke und die mitmache, dann habe ich danach halt ein größeres Verständnis im Sinne von Mitgefühl für die Person, die diesen Job sonst macht. Ja.
Gut. Und ich werde mich jetzt mal hier wieder weit aus dem Fenster lehnen und werde versuchen, das hier jetzt nachzuschminken. Ein bisschen besser. Ich lese mal vor, was ich schon 2013 gemacht habe. Mit einem kräftigen Blauton das bewegliche Lid bis zur Lidfalte betonen und zur Braue hin ausschattieren. Deswegen hatte ich mir das damals bis unter die Augenbraue gemalt, glaube ich. Also ich werde mal versuchen, eine Abstufung mit den etwas helleren Tönen zu machen und dann mit den dunkleren konzentrierter an die Lidfalte zu gehen. Also so, wie man das klassischerweise kennt. Also die Schwierigkeit wird auch darin bestehen, dass das hier alles schimmernde Farben sind, ne? Oh, mit schimmernden Farben. Komm schon. Ich habe mir jetzt schon hier so Glitzer unter die Brau gemalt in Blau. Bräuchte wahrscheinlich was Mattes, um hier was zu schattieren. Und ich habe hier oben schon wieder zu weit übergemalt. Na, das können wir dann irgendwie versuchen auszubügeln. Okay, kommen wir zu den grünlichen Tönen. Der sieht cool aus, oder? Okay, jetzt muss ich endlich mal was Dunkleres nehmen. Ich muss mich trauen. Und ich werde, glaube ich, einfach mal diesen Grünton mit diesem Blauton mischen, weil ich finde, das Blau ist schon sehr, ich weiß nicht, grenzwertig, 80er-Jahre-mäßig. Das ist jetzt eine schöne Farbe, finde ich. Werde jetzt versuchen, mir so eine Art Halo-Eye zu schminken. Also, dass es hier dunkel ist und hier und in der Mitte auf dem Lid dann ein heller Lichtpunkt kommt. Sagen, ich finde die Farbe gar nicht so hässlich, die ich mir hier angerührt habe. Ist auch relativ gut geworden. Also, obwohl das schimmernde Farben sind, haben die sich gut auftragen und auch so am Rand so ein bisschen verwischen lassen. Das ist ganz schön. Okay, jetzt muss ich das Ganze am unteren Wimpernkranz auch noch auftragen. Ich brauche einen kleineren Pinsel. Ich nehme den Pinsel, das ist so ein winziges Ding von Evelyn. Ich finde ja, wenn ich Dinge so ein bisschen rauchig verwische, dann sieht es immer relativ gut aus. Man kann immer sagen, es ist ein krasses Smoky Eye. Aber Blau ist halt zu grünen Augen ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber das ist eigentlich bis jetzt, finde ich, nicht ganz so schlimm wie das, was ich schon mal geschminkt hatte damals. Und jetzt werde ich versuchen, das Ganze noch ein bisschen dunkler zu machen. An den äußeren Rändern mit diesem Ton hier. Das ist so ein Anthrazit mit dem Grünstich, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das geht. Dafür nehme ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Pinsel. Okay, der ist dunkler, als ich gedacht hätte. Na ja, wir sind ja Profis. Ach, also, ich finde das hier einfach ja immer so zum Lachen, muss ich sagen. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich meine eigenen Videos witzig finde, wenn ich sie dann gucke. Alleine beim Schnitt, wenn mir dann klar wird, was ich wieder für Grimassen gezogen habe, wie verzweifelt ich war und ich weiß nicht, also mir macht es einfach gute Laune. Wow. Ich bin gerade schwer beeindruckt von mir selbst. Also das hat es jetzt irgendwie gerissen, dieses Dunkel hier außen. Wow, das hat es irgendwie besser gemacht. Das sieht jetzt nicht mehr so eindimensional aus. Also ist jetzt irgendwie, es hat einfach wirklich mehr Tiefe bekommen, das Ganze.
Jetzt ist es irgendwie cool. Jetzt hat es sowas von so einer düsteren Meerjungfrau. Oh Gott. Also ich hoffe ja, dass ihr die Sachen auch immer lustig findet. Ja. Das ist auch noch der eine Videotipp, den ich gerne weitergeben wollte. Also, und zwar sind Haas Silas und Connor. Das sind zurzeit meine zwei Boy-Crushs. Also auch als ich mich noch gar nicht wieder mit Beauty-YouTube beschäftigt habe, habe ich die in den letzten Wochen ständig geguckt, so rauf und runter, weil die einfach anders sind. Die sind cool und die machen Travel-Vlogs so in der Art, wie ich auch für uns privat unsere Urlaubsvideos immer schneide. Da ich es auch einfach liebe, neue Dinge zu entdecken und unglaublich gerne reise, aber auch gerne das Besondere im ganz Kleinen sehe. Ja. Und diese beiden Jungs haben mir dann tatsächlich durch ihre Art und auch durch dieses Motto, was Connor immer verbreitet, Boom, Baby, let's go! Die haben mir dann so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, einen neuen Blick auf das zu bekommen, was ich eigentlich selber auf YouTube mache. Weil in dem einen Video, ich verlinke das mal hier, da haben sie gesagt, wie einfach es ist, jemand anderem den Tag zu versüßen, indem man ihn einfach nur anlächelt oder was Nettes zu ihm sagt oder etwas tut, wofür er dankbar sein kann. Und dann ist mir klar geworden, dass, wie oft ich auch mit dem hadere, was ich hier mache und dass ich denke, es kommt vielleicht nicht gut an und es ist nicht das Richtige, dass ich ja doch mit einem Video, was auch vielleicht nur 50 Leute sehen, die Möglichkeit habe, diesen 50 Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern an diesem Tag, an dem sie es sehen. Also, dass ich irgendwie die Chance habe, ihnen den Tag zu versüßen. Und ich bin nämlich auch sonst so, also wenn ich nicht vor einer Kamera sitze, genau diese Art von Mensch. Also, der beim Bäcker immer ein nettes Wort hat für die Bäckersfrau und der fremde Leute auf der Straße anlächelt und der Joggern im Park so entgegenkommt. Ja, also mein Freund und ich sind sowieso die Leute, die auch zum Beispiel dem Krankenwagenfahrer oder dem Feuerwehrmann im Auto, wenn die vorbeikommen, so machen. Also, dass die immer schon denken, die sind total bescheuert. Einfach nur, weil die Leute es nicht gewohnt sind, dass andere Leute nett zu ihnen sind. Ja. Und ich bin aber gerne so. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich wieder auf das zurückkomme, was ich durch Connor und Silas erstmal mitbekommen habe. Dass ich also das, wie ich also in Wirklichkeit sonst auch bin, genauso auch in meinen Videos und somit auch auf YouTube sein kann. Und das ist für mich total schön. Das hat mich irgendwie ein bisschen versöhnt mit dem Gefühl, was ich sonst eigentlich immer habe, wenn ich mich so selber auf YouTube bewege. Denn wenn ich eben auch durch YouTube die Möglichkeit habe, einfach nur so zu sein, wie ich auch sonst immer bin, dann fühle ich mich weniger seltsam, weniger verbogen. Ich bin halt gerne die Person, die nett zu anderen ist, einfach nur so. Und wenn das auch hier auf diesem Medium durchscheinen könnte, dann fände ich das wirklich schön. Einfach auch für mich. Und jetzt werde ich versuchen, diesen krassen goldenen Glitzerton mir einfach nur in die Mitte des Lieds zu packen. Ja, es kriegt schon wieder diesen Meerjungfrau-Extrem-Vibe, den ich damals hatte, als ich das erste Mal geschminkt habe. Aber dieser Glitzerlidschatten gefällt mir echt total gut. Ich habe erst gedacht, ach wie blöd, dass das so ein Glitzer ist und wie so ein Overspray. Aber das ist gar kein Overspray, der ist wirklich so glitzerig. Das ist voll cool, das kann man so als Lidschatten-Topper nehmen, aber der ist jetzt auch relativ deckend. Cool, krümelt natürlich ein bisschen, aber cool. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mir das hier auch noch ein bisschen unten hier so hinmachen werde. Noch nicht so aus wie die Dame auf dem Bild da. Tada! Okay, ich tusche mir schnell die Wimpern und dann wenden wir uns noch den fischigen Lippen zu. Also, die Wimperntusche hat das Ganze nicht viel besser gemacht, denn sie verdeckt jetzt ein bisschen das schöne Gold. Ja, das sind so die Probleme, die ich habe mit zu langen Wimpern. Ich habe zurzeit auch hier außen so eine Wimpern-Situation, wo mir was abgebrochen ist einfach oder die einfach ausgefallen sind und dann wieder nachwachsen, weil irgendwann müssen die sich ja auch mal erneuern. Deswegen habe ich hier so eine Stummelwimper. Aber sonst muss ich sagen, gefällt es mir echt gut. Ich glaube, ich müsste dazu jetzt eigentlich so einen nudefarbenen Lippenstift nehmen. Ich habe mich auch für was anderes entschieden, ne? Weil wenn schon extrem, dann richtig. Und zwar das Set hier von Rival de Lupiang aus dieser Meerjungfrauen-LE, weil was würde besser passen? Das ist hier so ein lila Lip Liner,
der schon richtig stark Farbe abgibt. Und da oben drüber gibt man dann so einen schimmernden Topper, der aber dann richtig antrocknet wie ein Liquid Lipstick. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe notfalls auch noch so ein bisschen was Neutrales da hinten liegen. Boom, Baby, let's go! Also der Lip Liner ist jetzt nicht wahnsinnig deckend. Also der hat auch gleich so einen Perlmutterschimmer mit dabei. Jetzt gucken wir uns aber mal dieses Ding an. Das ist nämlich echt cool, das Zeug. Das ist nur so ein Holo-Glitzer, würde ich sagen, der dann aber wirklich antrocknet. Okay, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen blauer und ein bisschen passender und ein bisschen heller. Jetzt muss man das eigentlich trocknen lassen, ohne zu röten. Ist ein riesiger Datscha da. Da. Was sehr Außerirdisches, finde ich. Oh! Also nicht so Ursula, mehr so Battlestar Galactica, ne? Aber nicht schlecht. Also heute habe ich mich definitiv was getraut, finde ich. Aber trotzdem versuche ich halt immer, ich selbst zu bleiben. Und ich hoffe auch, dass das das Motto der neuen YouTube-Beauty-Blog-Saison überhaupt wird. Also alles bleibt anders. Ich hoffe zwar, dass Dinge im Umbruch sind, auch bei mir zum Beispiel persönlich, was ich mit dem Blog machen will und sowas, aber dass die Dinge trotzdem deswegen, wie soll ich sagen, besser werden. Also dass sie im Umbruch sind, weil auch Dinge mal halt aufbrechen. Ja, dass alte Dinge wegkommen, die nicht mehr so gut sind und dass vielleicht was Neues durchkommt, was vielleicht schon immer gut war. Ja. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann schon ganz bald wiedersehen. In alter, neuer Frische. Bis dann. Moment, ich muss denken. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen soll. Okay, Moment. Und jetzt? Nee. Ich verbrate wertvolle Videozeit. Ich habe nicht mehr so viel Platz auf der Speicherkarte. Okay. Jetzt geht's los. Dachte ich, dass es losgeht. So, auf dem Knie. Ich habe ja auch gelernt, dass man angeblich sich ein Doppelkinn weg bronzen kann. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dafür zu viel Doppelkinn und das schafft kein Bronzer mehr. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Egal.